Panzer sind über. Der andere Panzer ist weg. Hat das funktioniert mit dem? Ja, der Repetier ist offensichtlich eine sehr kompetente Waffe, weil man damit durch ein paar kleine Hügel durchschießt. So, selbst liegend sollte der eigentlich in der Lage sein, ihm eine zu verpulen. Muss aufpassen, dass meine anderen Leute nicht von den Geschützturm gefressen werden. Okay, was wir erwarten, der Ejected, der hat noch ein bisschen was zu melden, aber das ist einfach ein Angriffsscan nur. Nice. Der DMA-Abtrenner hat funktioniert. Der Schild nimmt aber echt eine Menge Wucht aus dem Nahkampfangriff raus. Ja, ich muss meine Sachen merken. Asgard-Körper. Haltung. 600 und 311. Ich glaube, das ist schlechter als alles, was ich habe. Bietet bei Verwenden Schutz aus zwei Richtungen. Stufe 9 ist ja schön und gut, aber das Ding ist nur grau. Wie gesagt, die Werte von Dingen sind schlechter als das, was ich eines an meinen Schilden habe. Irgendjemand, der Asgard-Teile hatte. Hatte der nicht Asgard? Nee, Helge. Das hier sind doch Asgards. Der Schutz ist besser, aber die Geschwindigkeit wird wahnsinnig viel schlechter. Jetzt ist es besser. So, der Arm, der rechts ist, sollte ersetzt werden durch einen besseren. Wärmekapazität 15. Also das ist nicht schlecht. Und einen besseren Torso für den Asgard. Die Energie ist schlechter. Weil ich einen Auflader habe und der hat nur. Ne, ich habe einen Schnellgang und der hat den. Wo war der Schnellgang? Level 4 Spalinen habe ich.
Das finde ich so krass. Das Ding ist nur Level 4 und ist mit einer der besten Schilde, die ich im Augenblick mit mir rumschleppe. Ich brauche bessere Schilde. Ich meine, was hat der Dozer? Das war Lin Level 7. Stimmt, eine Glory Dog hatte ich hergestellt. Ah, die Dinger sind echt nur gut, um Gebäude wegzureißen. Ich finde es lustig, dass das Ding einen Trigger hat unten. Die Mechs drücken wirklich auf den Trigger. Ehrlich gesagt sehe ich gerade nicht, wieso ich mich hier mit der Provinz groß aufhalten sollte. Das ist gar kein Level. Hä? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ah ne, stimmt. Ich glaube, die Anzahl der Provinzen bestimmt, wie hoch die Qualität meiner Gegenstände ist. Turbo! Ich sehe ganz ehrlich keinen Grund, warum ich aus irgendwelchen Gründen jetzt hier noch rumtrubbeln sollte, um irgendwelche Sachen abzufarmen, wenn ich einfach um die Provinz kämpfen kann. Ich meine, theoretisch okay, Waffenbaupläne und so ein Kram, aber ich will auch ein bisschen Fortschritt mal spüren. Ich habe da so viele Provinzen vor der Nase, die ich machen muss. Gebäude beschützen, Verbündete sind unterwegs. Der Gegner kriegt nicht mal mehr Verstärkung, großartig. Das Dorf sieht genauso aus wie das andere Dorf, was ich bei der letzten Aufnahme gemacht habe. Nur aus einem anderen Winkel, kann das sein? Ja, es ist dasselbe Dorf. Ich habe hier genau dieselbe Hecke, wo mein Tsubasa so rübt ist. Okay. Nur diesmal ist hier kein Kanonenmerk, der sich selbst in die Luft jagt. Wahrscheinlich Schrotflinte, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Ah, okay, da haben wir eine Autokanone. Ein Raketenwerfer und ein Sturmgewehr. Schnell es geht vorankommen. Dacke. Und rum. Der Fels ist mir voll im Weg. Okay, aber ich kann ein ganz klein wenig Zeit sparen, glaube ich, wenn ich da hinlaufe. Genauso schnell. Oder nee, ich bin sogar schneller, glaube ich, wenn ich das so mache. Alter. Ich
brauche mehr von diesen Repetierern. Ich hatte mit deutlich mehr Gegenwehr gerechnet. Jetzt kommt die Verstärkung an und hat im Prinzip nichts mehr zu tun, außer mir beim Bergen der Wracks zu helfen oder so eine Scherze. Oh, fuck! Ich habe völlig den Raketenwerfer vergessen. Der hat offensichtlich doch ein bisschen mehr gemacht, als ich vermutet habe. Ich hätte nicht stehen bleiben dürfen. Hat den mich gleich mit einem Schlag erschüttert und den rechten Arm abgerissen. Super. Dafür ist der hinüber. Ist jetzt nicht so übermäßig geil. Ach, der Panzer ist gestürzt. Okay, die hat er größtenteils ins Gebäude gesetzt. Getroffen habe ich, aber dank dem Schild nehme ich an, ist das kaum Schaden. Ich sehe gerade, dass der Schild im Prinzip nur aus als Reparaturgel besteht. Machen irgendwie gar nichts. Das haben sie irgendwie schlecht umgesetzt, finde ich. Ich muss gucken, wo die Nahkampfwaffen tatsächlich mal treffen. Ich meine, bei der weiß ich ja, dass der die erste Kurve, das ist, wo er zuschlägt. Und hier nehme ich an, dieser Wirbel ist das, wo der zuerst zuhaut.
schon wieder einen Arm verloren bei einem, kann das sein? Ja, ja, hier. Hat der ein erstes gerade seinen Arm? Ja. Der Raketenwerfer wurde auf Point Blank abgefeuert und ja. Scheint tatsächlich dieser Swirbel zu sein, wo der zuschlägt. Jupp. Gut, dann weiß ich da wenigstens jetzt endlich Bescheid. Das kann aber trotzdem ganz schön daneben gehen mit so einem Nahkampfangriff. Die Haupthandangriffe sind deutlich effektiver, finde ich. Ja, ich darf meine Waffen wieder einsammeln. Und Stufe 8 und Pull. Achso, das sind meine Waffen, ja. Vergesst, was ich sagen wollte. Oh, Level 9 Arrow. Ich benutze keine Arrows, aber ich kann den Schrott gut gebrauchen. Haltung. Turm, das ist dieser Schild, den ich gesehen habe mit der Rüstung. Nein, das ist so. Herzlich willkommen, die Südisten sind erleichtert, dass ihre Häuser sicher sind. Bla bla bla, kennen wir alles. Versteck. Dem Kobalt geht's nicht gut. Nehmen wir den Dancer mit. Karten werden immer häufiger recycelt, habe ich das Gefühl. Ich meine, okay, ich kann damit leben, dass wenn ich die Konvois überfalle, dass jedes Mal, wenn ich Konvoi überfalle, entweder auf dieser scheiß Autobahnbrücke stehe, wobei ich ehrlich gesagt die bevorzuge, oder bei dem scheiß Überbrückungsding da, mit diesem Pseudotunnel. Eingangs und Versteck, der ist irgendwo hier und nein. Ich weigere mich, das Ding einzunehmen. Wir haben auch schon wieder so einen Raketenarsch unten. Mit einem Einzelwerfer. Schrotflinte, Autokanone. Das ist eklig. Aber das ist die Flak-Autokanone, also es ist nicht so extrem. Maschinengewehr, damit kann ich leben. Konzentrieren sich irgendwie alle auch nur auf den hier. Also. Wenn es nur darum geht, von der Rakete wegzurennen. Alter, die komplette Ignoranz.
Komm, ich hatte doch eben oben da. Machen wir es so. Okay, die hat immer noch eine Chance, ein Gebäude einzuschlagen, was sie auch tut. Der Panzer ist hinüber, wenn die Rest in Geschosse einschlagen. Jetzt wird er komplett ignoriert. Bewegt sich auch keinen Zentimeter. Ne? Der wird auch wieder ignoriert, der Mac. Ich möchte behaupten, der Mac dahin ist im Arsch. Der Panzer wird wahrscheinlich nicht mal ankommen. Aber für den Fall der Fälle kriegt er immer noch eine verdonnert. Ich weiß nicht, ob gerade der Nachtflug den Panzer zerstört hat. Der fliegt auf die Schnauze. Oh, der kriegt seinen Schuss durch. Fuck. Lieber aus, beziehungsweise spring mal lieber aus dem Weg, damit du schnell weg bist. Oh, Measure noch mal eine daher setzen.
aus, der Mac. Ich mag nicht, wo die Rakete hingeht. Erstaunlich, wie häufig der Array-Repetierer feuern darf. Erstaunlich, wie viel der Gegner aushält. Das ist hauptsächlich Schaden, der in den Schild reingeht, aber trotzdem. Holla, die Waldfee. Nein, schieß nicht mein eigenes überhaupt. Nein. Das war's für den Gegner. Ich meine, ich habe einen Piloten ausgeknipst bekommen, aber ansonsten funktioniert noch alles. Das heißt, er braucht nur ein bisschen Erholung und dann kann er wieder weiterkämpfen. Arrowboat, wow. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier nicht so wirklich tolle Baupläne im Augenblick. Oh, die Patrouille will aufs Maul. Ich sehe gerade, der Dancer ist gar nicht mehr so auf dem neuesten Strand der Technik. Das Problem ist im Augenblick, mein Reparaturgeld ist aus. Ich muss unbedingt nachfüllen. Die ganzen Reparaturen an den Subversors haben das gefressen. Das wird immer lächerlicher mit diesen beschissenen kleinen Feinteams.
Nein, ich dozer den Panzer einfach beiseite. Sofern der Panzer nicht vorher schon von irgendwas anderem zerlegt wird. Ihm zum Beispiel. Ja. Dozer, Dozer, Dozer. Beide hinüber die Panzer. So, oh, der lebt noch. Dann laufen wir aus dem Weg. Dann können die anderen den dann in Ruhe demontieren. Oh, erledigt. Ich muss nicht mal groß reparieren nach dem Scheiß. Aber ich werde mich trotzdem zurückziehen müssen. Ein Zielsensor. Nicht so toll. Ich sehe keinen Grund, immer unbedingt mir einen Elbrus zuzulegen. Ich würde sagen, ich habe den schon auf unter die Hälfte reduziert mit den Gefechten. Die Provinz wird schnell fallen, glaube ich. So, der Plan ist jetzt reparieren. Und komplett offen. Das heißt, ich werde zweimal einen Dings durchziehen müssen. In der Zwischenzeit lässt sich die Heimatwache aufs Maul hauen, weil die einfach Idioten sind und nicht wissen, wie man die scheiß Mech steuert. Und sowieso immer mit einem Mech und zwei Panzern landen und sich dann wundern, dass sie gegen das Dreifache antreten müssen. Also ist einfach etwas ruhiger. Es kommt ein Pilot mit einem leichten, verlegenen Blick auf dich zu. Hey Boss, sagt er, ich hoffe, das kommt nicht ungelegen, aber also, ich habe Geburtstag und wir haben uns gefragt, ob wir vielleicht ein bisschen feiern könnten. Wir haben so hart gearbeitet, das wäre so schön, sich mal ein wenig zu entspannen. Hinter ihm siehst du ein paar andere Piloten, die hier rüberschauen und gespannt auf deine Antwort warten. Kostet mir 40 Vorräte, alle Piloten erholen sich um 40, das ist die Kuchen essen, Happy Birthday singen. Alle Piloten erholt. Darauf trinken wir ein, minus den Fusel, alle Piloten erholen sich. Ich brauche nicht wirklich, dass mir die... Ich trinke mal einfach einen drauf, einfach weil es gerade lustig ist. Ist egal, alle Mechs sind repariert und ich habe aufgefüllt, okay. Und rekrutieren wir unseren achten Piloten, damit wir mal den Spannbogen voll haben.